Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das letzte Video ist mittlerweile, ich weiß nicht, 3 Monate, 4 Monate her. Ich habe keine Ahnung. Ja, das hatte etliche Gründe gehabt, zu denen ich jetzt im Verlauf des Videos mal ein bisschen was sagen möchte. Und im weiteren Verlauf möchte ich dennoch kurz erzählen, was ich mir für die nächsten Wochen, Monate so vorgenommen habe, was euch erwartet. Und ja, wie es jetzt hier im Großen und Ganzen mit dem Kanal weitergeht. Ja, als erstes erstmal die Gründe, wieso so lange keine Videos kamen. Der Hauptgrund, habe ich ja schon im letzten Hive-Video damals, glaube ich, gesagt, war, dass ich meine Prüfung geschrieben habe für meine Abschlussprüfung von der Ausbildung. Hat alles funktioniert, alles bestanden, bin jetzt offiziell Zollbeamter. Und ja, jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit. Ja, dachte ich zumindest. Nachdem die Prüfungen geschrieben waren, wurde mir mitgeteilt, dass ich versetzt werde. Also aus meiner Heimat in Brandenburg, irgendwo im Nirgendwo, nach Magdeburg. Luftlinie vielleicht ja, 150 Kilometer, also nicht der Rede wert. Aber zum täglich Fahren natürlich zu weit. Deshalb stand ein Umzug an. Habe jetzt hier, also jetzt ist gut, vor geraumer Zeit hier in Magdeburg eine schöne Wohnung gefunden. Soweit alles eingerichtet, soweit es möglich war. Ja, das wäre dann auch der nächste Punkt, aber dazu komme ich später. Jedenfalls hat der ganze Umzug ordentlich Zeit gekostet. Ich war da bestimmt 2, 3 Wochen ohne PC, ohne Internet, also quasi ohne alles. Ja, als das denn wieder lief, als ich hier in Magdeburg meinen Job anfangen konnte, stellte sich heraus, dass FFA Classic ein Comeback bekommen hat auf dem gomad.net Server. Ich habe das Ganze in meiner Discord, also in meiner ist relativ, in der alten Discord-Gruppe vom FFA Classic Clan gesehen. Ich konnte es erst nicht so richtig glauben. Gleich auf dem Server rauf nachgeschaut. Ja, tatsächlich, FFA Classic ist zurück. Ja, und da dann natürlich für mich FFA Classic erstmal Prioritätsstufe Nummer 1 war, kam ich so gut wie gar nicht mehr zum Aufnehmen. Ich war nur noch damit beschäftigt, FFA zu spielen, endlich wieder nach knapp 2 Jahren. Und ja, so langsam ist der Hype ein bisschen abgeflacht. Jetzt habe ich auch wieder Motivation, ein bisschen SG zu spielen. Die lag zwischendurch so um und bei null. FFA Classic war doch um einiges spannender gewesen. Ja, aber wie ihm auch sei, jetzt soll es langsam wieder losgehen. Und dann tat sich vor einigen Tagen ein neues Problem auf, nämlich ging mein OBS nicht mehr. Ich habe meinem OBS nach, keine Ahnung, 2 Jahren, mal ein Update spendiert. Das Ergebnis des Ganzen war, dass Minecraft nicht mehr erfasst wurde von OBS und die Bildschirmaufnahmen, ja, keine Ahnung, sehr komisch aussahen, als würde man eine Gardine vor den PC halten. Also alles milchig, verwaschen, keine Ahnung, kann ich gar nicht richtig beschreiben. Jedenfalls nach einigen Neuinstallationen hat sich das dann auch, Gott sei Dank, erledigt. Ich kann jetzt wieder aufnehmen. Ja, das waren so ein paar Hauptgründe, weshalb ich in den letzten Wochen kaum zum Aufnehmen kam. Dazu kam noch die Tatsache, dass jetzt die Wahlen gewesen sind. Und ja, da war ich gedanklich auch woanders gewesen. Da hatte ich nicht wirklich so die Nerven für Minecraft. Wahlergebnisse für mich eher so mäßig. Naja, mal gucken, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Aber gut, anderes Thema. Ja, worauf ich noch hinaus wollte. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich gehe mal stark davon aus. Ich habe eventuell, ich glaube es, ein Hall in meiner Stimme. Liegt daran, dass ich in einem quasi leeren Raum sitze. Die Möbel lassen nach wie vor auf sich warten. Durch die ganzen Lieferengpässe, die ja infolge von Corona oder weshalb auch immer jetzt entstanden sind, bin ich leider nicht wirklich dazu gekommen, mich hier einzurichten. Also abgesehen von den Grundausstattungen wie PC, Fernseher, Küche und sowas, ja, sieht sie noch relativ kahl aus. Ich hoffe, dass man das nicht allzu schlimm hört und wenn doch, dass es wenigstens erträglich ist. Wie soll es jetzt nun weitergehen? Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Da für mich BlocksMC momentan der einzige Server ist, auf dem SG wirklich Spaß macht, aufgrund des Punktesystems, werde ich erstmal vorübergehend BlocksMC-Videos bringen. Allerdings nicht so wie bisher, also nicht so wie auf Hive, sondern etwas anders. Das Format an sich, Kills des Tages, bleibt gleich. Allerdings werde ich die ganzen 5, 10, 15 Punkte-Drops rausschneiden. Das Niveau auf BlocksMC ist ja wirklich noch niedriger als auf Hive. Und das in mehrerlei Hinsicht. Also,
Ja, das ist vermutlich nicht allzu spannend, wenn 95% des Videos aus 5-Punkte-Kills bestehen. Da dementsprechend natürlich etwas weniger Content entstehen wird, habe ich mir noch etwas anderes überlegt. Nämlich habe ich vor, abgesehen von den Kills des Tages-Videos, noch eine separate Videoreihe mit Wins, Fails und kuriosen oder lustigen Situationen ab und zu hochzuladen, je nachdem, wann sich genug Material gefunden hat. Ich hoffe, das kommt ganz gut an. Ich habe ein paar schöne Sachen auf meiner Festplatte, die darauf warten, hochgeladen zu werden. Und ja, bin ich mal gespannt, wie euch die neuen Folgen gefallen werden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, aber ich denke, ich habe jetzt alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Und wenn ich was vergessen habe, dann sage ich es im nächsten Video. Ach, apropos, genau, nächstes Video. Das nächste Video ist seit Ewigkeiten fertig. Das war schon vor meinem Umzug fertig, also es liegt seit bestimmt 3 Monaten, ja, 2,5 Monaten auf der Festplatte und wartet darauf, dass hochgeladen wird. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich übermorgen Donnerstag hochgeladen werden und ab nächster Woche gibt es dann frischen Content. Ja, ich denke, das war's dann soweit. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, Leute!